Silvester 2020 und für viele ist es, glaube ich, ein Segen zu sagen, es ist vorbei. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, mit einem kleinen Video aus dem Jahr auszusteigen. Heute könnt ihr sowieso nicht großartig feiern, von daher habt ihr wahrscheinlich auch für die Zeit, mir jetzt 10, 15 Minuten zu schenken. Ich war gerade im Livestream mit dem Christian Alexander von fototrainer.com. Könnt ihr nochmal reinschauen, ich habe es euch oben verlinkt. Und wir hatten über einige Sachen gesprochen, über die Technik, die in den Kameras in diesem Jahr auf den Markt gekommen ist. Gleichzeitig aber auch darüber, wie sich ein bisschen das Arbeiten verändert hat. Jetzt im Nachhinein nach dem Stream noch ein bisschen über unser persönliches Jahr 2020, über die Pandemie und da hatte ich einige Gedanken, die ich gerne mit euch teilen wollte. Deswegen zum Jahresausklang nochmal dieses Video. Es wird ein reines Labervideo. Schnappt euch also gerne ein Käffchen, einen Tee oder was auch immer ihr euch heute reinpfeifen wollt und wir sinnieren ein paar Minuten über das zurückliegende Jahr und was sich im Filmbereich, ein bisschen auch im Fotobereich, da so alles getan hat. Interessanterweise habe ich heute genau vor einem Jahr ein Video veröffentlicht, in dem ich darüber gesprochen habe, dass im Jahr 2020 kein Mensch 6K-Auflösung braucht. Das war, ne, 2019 kam die Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K neu raus und ich habe eben einige Punkte aufgeführt, warum ich gesagt habe, braucht man eigentlich nicht. Und jeden der Punkte in diesem Video würde ich auch ein Jahr später noch so unterschreiben. Ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass kurze Zeit später dann Canon mit seiner R5 kommt und wir 8K RAW kriegen oder Blackmagic mit 12K RAW, also total abgefahren, was sich in diesem Jahr getan hat im Kamerabereich. Und interessanterweise, obwohl man immer so ein bisschen das Gefühl dafür bewahren sollte, dass die Kameras, mit denen wir uns alle so gern beschäftigen, jetzt nicht alles sind, ist trotzdem 2020 für mich ein Punkt erreicht worden, wo ein kleiner Paradigmenwechsel stattfindet. Und zwar im Kamerabereich. Und zwar konkret in Bezug auf Kameras wie die EOS R5, die ich genannt hatte, oder eben auch die A7 S3, die ich aktuell nenne. Es ist so, ich habe über die letzten Jahre eigentlich immer mit größeren Kameras, mit verschiedenen Kameramodellen von Blackmagic, von Sony, auch mal von Red oder sowas gearbeitet und pro Job immer das Richtige gewählt. Und dann gibt es eben so die typische Aussage, es gibt ja nicht die perfekte Kamera, sondern immer nur Kompromisse, die für den jeweiligen Zweck das Richtige sind. 2020 hat uns, glaube ich, so nah wie noch nie zuvor an die eierlegende Wollmilchkamera herangeführt und zu einem Punkt gebracht, an dem ich finde, dass man mittlerweile mit Kameras, die per se eigentlich gar nicht so professionell sind, zum Beispiel kleine Systemkameras wie eben die A7 S3, in die ich gerade reinrede, mit denen eine Qualität erreichen kann und auch ein Workflow, das ist eben ganz wichtig, das ist der große Unterschied, der langsam dem der großen Kameras und nichts mehr nahesteht. In fast nichts. Im Sommer hatte ich ein Video. DSLM, also Systemkamera gegen Cine Camcorder. Das war noch bevor die S3 rausgekommen ist, bevor ich sie kannte. Und ich habe darüber sinniert, welche Kaufentscheidung würde ich als nächstes treffen. Jetzt in diesem Jahr, im Herbst, habe ich viel mit meiner S3 gedreht und habe auch mein erstes wirklich großes kommerzielles Projekt, ein Werbespot im fünfstelligen Bereich, der ist leider noch nicht online, deswegen darf ich ihn euch nicht zeigen, damit gedreht und was gemacht, was ich früher mich nie getraut hätte, nämlich bei einem großen, bezahlten Kundenprojekt, wo man sich keine Fehler erlauben darf, eine kleine Systemkamera eingesetzt. Wir haben die groß aufgeriggt, sodass es üppig aussah, eine Monitor, Funkstrecke und so weiter noch dran. Am zweiten Tag hat der Kunde erst gemerkt, dass wir mit einer kleinen Systemkamera filmen. Fand das ganz spannend, was wir da getan haben. Und die Tatsache, dass wir eine Bildqualität haben, die saugut ist, das ist nichts Neues. Das gab es auch vor 2020 schon. Dass wir jetzt aber in kleinen Kameras Codecs verbaut haben, die wirklich auch was hermachen, das gab es in Teilen auch schon vor 2020, aber noch nicht in der Qualität. Dass wir jetzt Dinge haben wie RAW Video und ein Autofokus, der so gut ist, und der hat sich weiterentwickelt, aber der so gut ist, dass er jetzt in einigen Stellen wirklich langsam auch einen Menschen ersetzt, der den Fokus zieht. Also ich habe für Werbespots mit dem Augenautofokus gedreht. Ich habe irgendwie Fokusbewegungen mit der Automatik gemacht, für die sonst normalerweise ein Mensch händisch Fokus gezogen hätte. Und es gibt da immer Unterschiede. Es gibt so die Arbeit als Content Creator, wo man alles alleine macht. Da verlässt man sich auf diese Automatiken. Aber wenn ihr an einem Set seid mit einem Team oder so, da wollt ihr die maximale Kontrolle. Da wollt ihr euch eigentlich nicht auf eine Automatik verlassen. Also, dass wir so ein Projekt durchgeführt haben und uns dabei auf Autofokus-Automatiken verlassen haben, also jeder von euch, der irgendwie vielleicht TV-Kameramann ist oder sowas, der weiß, das ist ein Paradigmenbruch, für den man normalerweise beschimpft und mit dem Finger drauf gezeigt wird. Und das ist was, das hätte ich selbst auch nie gemacht. Ich habe vor 13 Jahren, 2007, habe ich mein Volontariat angefangen beim Fernsehen. Da habe ich gelernt, als Redakteur und Kameramann zu arbeiten, zu schneiden und so weiter. Ich habe von Tag 1 an gelernt, Fokus gezogen wird nur händisch. Es gab damals auch schon Autofokus, aber den hat kein Mensch benutzt. Und das ging so weiter und so weiter bis heute. Ich ziehe auch heute noch meinen Fokus mit der Hand.
bin aber jetzt an einem Punkt, wo ich mich frage, hey, warum eigentlich? Also, wir haben langsam Technik, und die hat sich eben vor allem in diesem Jahr rausgepellt, die so gut ist, dass wir Technologien aus dem Consumer-Segment jetzt hoch pushen ins Pro-Segment. Bisher war es immer umgekehrt. Wir haben hochgeguckt zu den teuren Kameras und immer gehofft, dass da Features mal runterfallen. In diesem Jahr fand jetzt langsam die Entwicklung statt, dass sich ja, Techniken von unten nach oben drücken. Jetzt kommen plötzlich große Cine-Camcorder raus, die auch entsprechenden Autofokus haben und so weiter. Also das ist für mich vielleicht die größte Errungenschaft und Veränderung dieses sehr, sehr verrückten Jahres 2020 gewesen, dass wir einen noch nicht vollzogenen, aber in Teilen sich vollziehenden Paradigmenwechsel haben, der langsam aber sicher wirklich große Kameras für viele, bei weitem nicht alle, aber für viele Anwendungszwecke obsolet macht oder zumindest zur schlechteren Option macht. Ich hatte jetzt im Herbst einige Drehs, die wir eben mit unseren Kameras, FS7, sonstige Sachen und so durchgeführt haben. Und wo ich mir nach den Erfahrungen von diesem Spot-Dreh dachte, ich will eigentlich meine kleine Systemkamera wieder haben. Ich will was, wo ich schnell Bewegungen machen kann, wo ich mich auf den Autofokus und so weiter verlassen kann. Und ich will gar nicht die große Möhre mitnehmen, die in einer riesigen Tasche zum Kunden getragen wird, die irgendwie große Akkus hat, große, alles ist groß. Eigentlich aus gutem Grund. Aber ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, so langsam gibt es immer mehr Anwendungsfälle, wo all das nicht mehr sein muss. Das ist so ein Gedanke, wir als Kameraleute, wir beschäftigen uns ja unheimlich viel mit dem Gedanken, welche Kamera braucht man für welchen Zweck? Und viele Leute sagen, ja, die Kamera macht nicht das Bild, sondern der Fotograf oder der Kameramann. Das stimmt auch. Trotzdem bin ich jemand gewesen, der immer sehr, sehr stark auf die Technik geschaut hat. Gar nicht mal so sehr fürs Ergebnis, sondern eben für den Workflow, weil Technik mir die Arbeit erleichtern kann. Und das ist für mich etwas, was 2020 mehr als jedes andere Jahr bisher vorangebracht hat und ich glaube, was auch in 2021 abfärben wird. Denn wenn Kameras wie eine Sony A7 IV kommen wird, ich kann mir ganz gut vorstellen, welche Features der A7 S3 da reinfallen werden. Es wird abermals so sein, dass unglaublich hochwertige Technik einem breiten Bereich zugänglich gemacht wird und das ist eine Entwicklung, die ist einfach mal wieder sauspannend. Wenn ich jetzt ein Jahr zurückblicken würde, würde ich sagen, ich bleibe bei meiner Einschätzung. Eigentlich braucht auch jetzt immer noch kein Mensch 6K oder 8K. Nicht fürs Endprodukt. In der Aufnahme kann es hier und da sinnvoll sein, aber wenn ihr meine Argumente von damals hören wollt, dann schaut gerne nochmal in das Video rein. Da ist es. Ich habe es euch verlinkt und im Wesentlichen teile ich diese Meinung immer noch. Ansonsten, ja, es war ein verrücktes Jahr. Das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Interessanterweise, und auch das ist was, was ich euch jetzt mitteilen wollte, weil ich hier eine andere Erfahrung gemacht hatte als der Christian Laxander, mit dem ich eben noch gesprochen hatte, hat Corona mein Jahr gar nicht so stark verändert, wie man es eigentlich hätte erwarten können. Es war jetzt schon so, im März hatten wir Lockdown und im März, April habe ich mich gefragt, ob ich in diesem Jahr jemals nochmal eine Kamera in die Hand nehmen und irgendwas gegen Geld drehen werde. Also es sah ja wirklich düster aus. Die Realität so in meinem Bereich, und da kann ich jetzt wirklich auch für viele andere sprechen, die ich kenne, für Freelancer-Kollegen oder sowas, war es aber so, ab Mai fanden wieder die ersten Drehs bei mir jetzt statt. Ich habe vorher tatsächlich, im April überhaupt keinen Auftrag gehabt. Im Mai kam wieder der erste Auftrag. Und ab August, würde ich sagen, hat der Laden wirklich gebrummt. Also es gab so einen richtigen Backlash aus dem Frühjahr, dass viele Projekte, die aufgeschoben wurden, dann plötzlich abgefrühstückt wurden. Und das war halt richtig krass. Der Verleiher meines Vertrauens, bei dem wir hier ums Eck immer uns Equipment holen für die verschiedenen Projekte, der hat zweimal mich jetzt im Herbst vertrösten müssen, weil wir eine Anfrage gestellt hatten, der quasi gesagt hat, ich habe nichts, es ist alles leer. Also alle drehen einfach gerade gleichzeitig und alles ist ja ausgeliehen gewesen. Und das ist auch meine Erfahrung gewesen. Ich bin echt froh, dass jetzt momentan einfach mal Urlaub ist, dass das Jahr vorbei ist, obwohl ich jetzt nicht so zu denen gehören, die sagen würden, boah, fuck 2020, gut, dass es vorbei ist. Morgen ist ein Tag und die Welt wird nicht anders aussehen, also ne, ganz im Ernst. Aber mein Herbst war unfassbar arbeitsintensiv. Das hat auch ein bisschen leider den Effekt mit sich gebracht, dass ich abermals für YouTube nicht ganz so viel Zeit aufbringen konnte, wie ich das gerne wollte. Das habe ich ja schon einige Male als Ausrede vorgebracht. Aber es war einfach so, im positiven Sinne, kam unglaublich viel Arbeit aus der Lockdown-Zeit zurück und es wurde Neues beauftragt und die generelle Stimmung habe ich eigentlich als eine positive empfunden. Das mag bei anderen anders sein. Ich weiß, im Fotobereich gerade viele Freelancer, die darauf angewiesen sind, im Videobereich genauso, Arbeiten zu vollbringen, die irgendwie auf Menschen angewiesen sind. Alles, was mit Events zu tun hat, um Gottes Willen, na, da geht gar nichts. Also Party, sonstige Sachen.
klar, da geht nichts. Aber was die klassische Arbeit im Corporate-Film betrifft, also man könnte eigentlich sogar sagen, dass der Bedarf an Video für Unternehmen in diesem Jahr zugenommen hat. Und ich arbeite ja hauptsächlich für Unternehmen. Also wenn Firmen Imagefilme drehen wollen, wenn Firmen Werbespots drehen wollen, das wird jetzt unter strengeren Bedingungen weitergemacht. Und ich habe da das Gefühl, und das ist so meine Wahrnehmung momentan, dass das 2021 eigentlich hoffentlich weitestgehend ungestört weitergehen wird. Sofern wir jetzt nicht irgendwie einen Rieseneinbruch durch eine Wirtschaftskrise kriegen werden oder sowas. Was die Krise von der letzten Krise 2008-2009 unterscheidet, in meiner Empfindung abermals nur, ist, dass damals wirklich ein fundamentaler Teil auf dem Markt sich verändert hat. In der Immobilienkrise ist eine Blase geplatzt. Es ist Geld verschwunden, einfach, so kann man es sagen. Diesmal ist es so, dass die Welt einfach angehalten wurde. Menschen, die eigentlich weiterarbeiten wollten, wurden ausgebremst. Die Leute können nichts tun. Ich kenne super viele Leute und war auch mein eigener Eindruck jetzt in den letzten Monaten, die teilweise gesagt haben, wir wollen einfach weitermachen. Wir haben keinen Bock mehr auf den Corona-Scheiß. Wir warten nur auf den Punkt, dass wir quasi endlich wieder in die Vollen gehen können. Und ich glaube, das ist in meiner Wahrnehmung der Branche, ich kann ja nicht für die Gesamtwirtschaft sprechen, aber in meiner Wahrnehmung für die Branche, der wesentliche Unterschied, dass eigentlich alle darauf warten, endlich wieder loslegen zu können und unglaubliche Lust vorhanden ist, endlich wieder in die Vollen zu gehen und durchzustarten und Projekte zu machen und Dinge umzusetzen. Und mal gucken, wie sich das mit den Impfungen jetzt im kommenden Jahr gestaltet. Ich persönlich glaube, dass wir in einem Jahr immer noch Masken tragen werden, wenn wir einkaufen. Also das wird so schnell nicht weggehen. Ich glaube aber, dass die grundsätzliche Stimmung in der Wirtschaft und damit auch in der Gesellschaft sich zum Sommer hin deutlich aufheitern wird. Das war ja in diesem Jahr schon so. Also mein Sommer war tatsächlich vergleichsweise normal in Anbetracht all der Umstände, die es halt momentan so gibt. Ich war an meinem Geburtstag mit Freunden draußen im Park mit etwas Abstand, aber ne, also es hat sich jetzt nicht angefühlt, wie eingesperrt zu sein. Und das ist, glaube ich, was dieser emotionale Aufschwung, den wir ohnehin im Frühling, Sommer erleben werden, das in Kombination mit der Tatsache, wir haben das alles schon mal durchgemacht, wir haben jetzt einen Impfstoff und so weiter, wird, glaube ich, das Jahr 2021 deutlich entspannen. Auch wenn die Sache am Ende des Jahres sicherlich noch nicht ausgestanden sein wird. Ich sag euch das einfach so, zum einen, weil ich ein bisschen jetzt über das Jahr und meinen Vorausblick auf 2021 plaudern wollte, aber auch einfach, weil ich halt in einer Branche arbeite, die am Anfang unglaublich stark betroffen wurde. Kreativschaffende teilweise bis heute können nicht arbeiten oder waren über Monate eben zum Nichtstun verdammt. Deswegen ist die Entwicklung, die das Ganze momentan nimmt, das ist was, worüber ich mir einfach sehr viel Gedanken mache. Und was mich ein Stückchen weniger natürlich getroffen hat, dadurch, dass ich diesen YouTube-Kanal habe, mit dem ich mich viel auseinandersetzen konnte, in den ich Anfang des Jahres und im Frühjahr gerade sehr, sehr viel Zeit investieren konnte und der ja auch wirklich gut gewachsen ist. In diesen Jahren, was etwas ist, wofür ich auch einfach nochmal Danke sagen wollte bei dieser Gelegenheit. Wir haben jetzt den letzten Tag des Jahres. Vor einem Jahr hatte ich, 3.800 Abonnenten oder sowas. Jetzt haben wir irgendwie bald 24.000 oder so. Also es hat sich unglaublich viel getan und nicht nur in diesen schnöden Abozahlen, sondern einfach auch, ich bin in Kontakt mit vielen anderen Leuten gekommen. Ich konnte mich austauschen. Ich bin in Kontakt auch zu Firmen gekommen. Das ist, sage ich ganz offen, ist auch was für mich durchaus wichtig ist. Wenn mich irgendwas interessiert und eine Firma schickt es mir zu, dann ist das A, was, worüber ich kostengünstig ein Video machen kann. Und zum anderen, ich bin halt auch einfach Filmemacher. Also teilweise frage ich auch bei Firmen Dinge an, die mich für meine Arbeit interessieren. Wird im nächsten Video über ein Licht geben, was ich einfach gerne nutze. Und dann habe ich gefragt, okay, ich würde es mir kaufen, wollt ihr es mir vielleicht für ein Review schicken? Und das hat die entsprechende Firma getan. Das sind Möglichkeiten, die sich jetzt für mich offen getan haben und die es mir ermöglichen, hoffentlich künftig auch mehr, mich auszutoben, mich auszuprobieren, etwas größer Teil dieser großen Film- und Fotowelt zu sein. Einfach dadurch, dass dieser Kanal und dass ihr mir ein kleines Stückchen Reichweite ermöglicht und die wiederum mir ein kleines Stückchen Einfluss ermöglicht und das wiederum etwas ist, das es mir ermöglicht, ja, einfach mehr Dinge zu tun, als ich es vorher machen konnte, Projekte in einem etwas größeren Kontext vielleicht angehen zu können. Und wie gesagt, das ist was, wofür ich einfach mal Danke sagen wollte. Wenn ich jetzt zurückblicke auf die letzten 365 Tage, dann war mein persönliches Jahr 2020 tatsächlich eigentlich kein schlechtes. Und das ist eine Aussage, die muss ich total vorsichtig treffen, denn ich habe viele Sachen in diesem Jahr erlebt, die ich verflucht habe. Während des Frühjahrs, als noch nicht absehbar war, wie lange wird dieser Lockdown gehen, es war irgendwann quälend für mich. Also das war eine Zeit, die ich
in dieser emotionalen Form nicht nochmal nachempfinden wollte. Rückblickend ist es aber doch so gewesen, dass ich die Zeit gut nutzen konnte. Ich habe unglaublich viele Dinge umsetzen können. Ich habe trotz allem viel Menschlichkeit erfahren, wenn auch teilweise eben nur indirekt über Online und andere Sachen. Ich habe viel Gutes erfahren. Klar, ich bin in 2020 im März nochmal Papa geworden, zum zweiten Mal. Das ist auch was natürlich das Leben sehr, sehr stark verändert. Ich müsste auch sehr stark nachdenken, ob ich die Empfehlung aussprechen kann, innerhalb von weniger als 2 Jahren zweimal Vater zu werden. Ich habe noch kein abschließendes Urteil darüber gefunden. Das ist natürlich was das Leben super, super krass verändert hat, was mein Zeitmanagement super anspruchsvoll gemacht hat, was aber 2020 auch rückblickend trotzdem sehr schön und sehr lebenswert gemacht hat. Und gerade das Gefühl, dass so viele Projekte, an denen ich gearbeitet habe, trotzdem zeitverzögert stattfinden können. Also, dass eben nicht die Welt untergegangen ist, sondern dass wir in einer bisher noch nie gekannten Weise in unserem Leben ausgebremst wurden, aber alle eben die Energie eigentlich haben, um wieder weitermachen zu wollen. Das ist was für mich rückblickend eigentlich eine positive Erkenntnis aus diesem zurückliegenden Jahr war. Ich weiß, das ist sehr subjektiv und ich bin da auch sehr vorsichtig mit einer Aussage. Ich habe selbst im nicht direkten, aber im etwas erweiterten Umfeld einen Corona-Todesfall miterlebt. Ich selbst wurde positiv getestet, also ich habe auch eine Quarantäne durchgemacht. Zum Glück nichts Schlimmes passiert. Von daher, das war schon sehr direkt in meinem Umfeld. Ich bin jetzt nicht ausschließlich von der Sonne geküsst, dass man sagen kann, das hat mich nicht betroffen. Es ist etwas gewesen, das ich so nicht für möglich gehalten hätte. Und ich hatte auch ganz bewusst bisher kein Video dazu gemacht. Ich hatte Anfang des Jahres überlegt, ob ich mal irgendwie, oh Gott, Welt geht unter und wie geht's jetzt mit Corona weitermache. Hat es aber sein gelassen. Und ich bin auch ganz froh darüber, denn die Empfindungen, die wir alle im März hatten, die haben sich für mich persönlich über das Jahr doch sehr stark verändert. Und ich habe und auch mein Umfeld recht schnell gelernt, damit zu leben. Und natürlich finde ich es nervig. Ich finde es mega nervig. Ich freue mich darauf, wenn ich endlich beim Einkaufen keine Maske mehr tragen muss. Aber es ist doch so, dass ich finde, dass das, was wir jetzt im Moment erleiden müssen, und ich spreche hier subjektiv für mich, ich weiß, dass es Gastronomen, Clubbetreibern mitunter wirklich schlecht geht. Und ich hoffe inständig, dass es bald Möglichkeiten gibt, diese Gewerbe wieder weiterzuführen. Also Wie gut und wichtig das ist, dass da jetzt kompletter Stillstand sein muss, will ich hier mal nicht ausdiskutieren. Also ich bin deswegen so vorsichtig, weil ich spreche jetzt wirklich nur für mich, wohlwissend, dass es andere viel, viel härter getroffen hat. Aber bei all den Leuten, die sich immer aufregen, die sagen, boah, fuck 2020, alles furchtbar, hoffentlich ist dieses Scheißjahr endlich vorbei. Die machen sich's, finde ich, zu einfach. Die machen sich's, finde ich, zu einfach, ein Jahr auf bestimmte Dinge zu reduzieren, auf die Tatsache, ja, dass wir liebe Menschen nicht besuchen konnten. Das hat mich auch genervt. Aber trotz allem, finde ich, sollten wir uns alle die Bescheidenheit gönnen, mal kurz zu reflektieren, was wir vielleicht auch alles Gutes erlebt haben. Und das ist in meinem Fall eben auch im Jahr 2020 viel Gutes gewesen. Auch mehr Schlechtes als in anderen Jahren, aber auch viel Gutes gewesen. Ja, das ist so ein bisschen jetzt mal mein emotionalerer Ausklang gewesen. Ja, aber es ist dieser Kanal ist für mich zu einem sehr persönlichen Projekt geworden, weil ich einfach viel meine Freizeit da reinstecke. Und es ist auch so, dass die Entwicklung der letzten Monate nicht ganz das ist, was ich eigentlich machen wollte. Ne? So dieses Wohnzimmer-YouTuben, viel Erklär-Content. Tatsächlich hat das Zeitmanagement aber einfach nicht so sehr ermöglicht, die größeren Projekte in der Form anzugehen, wie ich es machen möchte. Ich habe einige Veränderungen für 2021 vor. Da wird sich wahrscheinlich sogar einiges etwas radikaler verändern. Dazu mehr zu gegebener Zeit in einigen Wochen. Aber trotzdem hat mich dieser Kanal und der Support und die Kommentare, die kommen, viel Unterstützung, auch Kritik, auch Anregendes, muss ich auch sagen. Ich hab sehr viel gelernt. Das ist vielleicht auch was ich nochmal an der Stelle sagen kann. Die Auseinandersetzung mit den Themen, die ich bringe, das ist was mich selbst extrem weiterbringt. Also für viele Videos, wenn ich mich mit irgendwas auseinandersetze, dann muss ich mich vorher nochmal etwas genauer wieder einlesen oder Sachen üben oder stelle irgendwie während dem Vortragen fest, Moment mal, irgendwas funktioniert gar nicht so, wie ich es zeigen wollte, muss nochmal gucken, wo lag der Fehler. Also ich habe mega viel gelernt in diesem Jahr durch die Arbeit an dem Kanal. Das vielleicht mal als Info an alle, die mich, glaube ich, so ein bisschen für den mega Vollprofi halten. Ich bin auch nur ein Typ, der irgendwie seine Projekte durchzieht und auf YouTube versucht, Leuten davon so ein bisschen profitieren zu lassen und letztlich in diesem Jahr auch in vielen Videos mal einen Fehler gemacht habe und viel gelernt habe. Also das ist einfach wirklich was obwohl ich in keinem allzu direkten Kontakt mit euch stehe, ein unglaublich positiver Effekt, den dieser Kanal für mich hatte,
Viele Leute sagen, sie lernen viel durch meine Videos. Lasst euch gesagt sein, ich lerne auch unfassbar viel durch meine Videos. Und das ist was, was ich aktuell echt nicht mehr missen möchte. Also 2021 wird es auf jeden Fall auf diesem Kanal in voller Würze weitergehen. Hoffentlich sogar mit etwas mehr Vollgas, mit einigen Veränderungen, auf die ich mich persönlich sehr freue, selbst zum zweiten Mal angeteasert. Ich möchte mich abschließend einfach nochmal für euren Support bedanken. Dafür, dass ihr bei meinen Videos einschaltet, dafür, dass ihr nette Kommentare schreibt, dafür, dass ihr teilweise diesen Kanal, wie ich es schon gesehen habe, in Facebook-Gruppen geteilt habt oder sowas, was ich erst Monate später gesehen habe. Das ist super cool. Mein Ansatz, als ich diesen Kanal gestartet hatte, war, ich wollte das ganze Filmmaking-Thema im deutschen YouTube-Bereich gerne wieder ein kleines bisschen präsenter verankern. Denn ich finde es schade, dass es da nicht so viel gibt. Es gibt ja super viele internationale Kanäle. Aus irgendeinem Grund ist Kanada gefühlt das stärkste Land überhaupt, wenn es um Filmmaking auf YouTube geht. Und ich habe super gerne Kanäle wie den von Martin geschaut, Camera Cave. Mike Suminski gibt es noch, glaube ich, der zweitgrößte Filmmaking-Kanal, ne? Camera Cave und dann Mike Sominski, wenn man jetzt mal nach den Abonnenten gehen würde. Aber ich fand es halt schade, dass wir nicht so viele große Kanäle haben, nicht so viele Kanäle, die einfach mehr machen, als nur mal irgendwie eine Kamera oder ein Objektiv testen. Und das ist etwas, was ich gerne machen wollte, was ich gerne machen würde, was ich hoffentlich gerne weitermachen kann. Ich bin sehr gespannt, wenn ich in einem Jahr wieder hier sitze und ein neues Video drehe, wie ich dann auf 2021 zurückblicken werde und was vielleicht passiert ist. Ich glaube, damit habe ich es aber gesagt, was ich sagen wollte. Ne? Ihr merkt, das ist jetzt nicht so super durchstrukturiert gewesen, das Video, aber es war mir einfach wichtig, nochmal diesem Jahr so ein bisschen persönlichen Ausklang zu geben. Tatsächlich, wenn es nach mir ginge, ich würde viel öfter gerne Videos machen, wo ich mich einfach nur für die Kamera setze und euch gerade mein Herz ausschütte und an den Dingen teilhaben lasse, die mich gerade beschäftigen. Vielleicht mache ich irgendwann einen Zweitkanal, wenn ich nicht mehr weiß, wohin mit meiner Zeit. Bis dahin soll es hier um ein bisschen handfestere Themen gehen. Insofern, das war 2021 für die Film- und Fotowelt und auf YouTube, für mich persönlich und für euch und so kann ich glaube ich sagen, für uns als eine Community. Ich danke euch dafür, dass ihr da seid. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, gilt glaube ich mehr als je zuvor. Nehmt euch trotz allem was vor. Ich habe mir einiges vorgenommen und bin froh, dass ich einiges von dem, was ich mir vorgenommen hatte, erreichen konnte. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin. Macht's gut und ciao.